Ja, dieses Jahr hat uns auch das Landvolk mal wieder eine Erntekrone gebracht, zum vierten Mal insgesamt. Und wir freuen uns sehr darüber. Das zeigt auch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Landvolk, das heißt Vertreter der Landwirtschaft, und dem Landkreis Vechta. Ihr Erntergebnisse dieses Jahr waren sicherlich für viele Bereiche im Landkreis Vechta nicht gut, um nicht zu sagen sogar schlecht. Wir haben deutliche Ernteeinbußen hinnehmen müssen aufgrund der Dürre. Es traf fast alle Getreidearten, aber auch die Kartoffel, auch Raps. In einzelnen Obst- und Gemüsearten war die Situation etwas entspannter. Vielleicht hier in der Apfel- und Pflaume erwähnt. Ansonsten alles in allem war das schon ein sehr ernüchterndes Jahr im Vergleich zu 2017, wo wir mit sehr viel mehr Niederschlägen zu kämpfen hatten.